Nachdem Manni alles verkauft hatte in Silver Creek und mit Schneeballe mit dem ganzen Geld geflohen sind, machten Günni, Peppi und der Holländer sich auf die Suche nach Manni. Nach monatelanger Suche hatten die drei einen Tipp bekommen, dass Manni sich nach Frankreich in den Ort Azura abgesetzt hatte mit dem ganzen Geld. Was wird passieren, wenn sie sich wiedersehen? Wie wird Manni reagieren? Und werden die drei wieder Freunde, nachdem was passiert war? Aber sehen Sie selbst, wie die Geschichte mit dem Holzimperium weitergeht mit Manni, Günni und Peppi in 3 vs. Wald. Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei 3 vs. Wald, und zwar mit dem Forstimperium 9.0. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter und ich habe mich erfolgreich abgesetzt. Weg bin ich. Oh. Ist ja ein kleiner rausgerutscht, Jubi? Ja. Du Jubi, ich muss dir ganz ehrlich nochmal sagen, vielen Dank, dass du mir hier die Hütte im Wald besorgt hast. Ich glaube, also ohne Witz, hier wird mich niemals jeder finden. Niemals, Jubi. Ist ein tolles Eckchen, ne? Also, oh, ich sag dir, ne? Gucke mal. Richtig schön aber ist das geworden. Aber habe ich natürlich gerne gemacht. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als wir uns damals in Schwatzing kennengelernt haben, es war so gut, dass wir die Nummern getauscht haben. Ich wusste, du bist ein zuverlässiger Mann, auf den ich später noch einmal zurückkommen kann. Ja, gut, aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das doch noch was wird. Weil wir haben uns ja trotzdem lange nicht mehr, aber wo dann dein Anruf kam. Aber ich habe das damals gemerkt, in Schwatzing schon, habe ich gemerkt, dass du und der Miguel, dass da ein bisschen gekrieselt hat und alles. Und ich wusste, du bist für Größeres bestimmt, Jubi. Ich wusste, du bist für Größeres bestimmt. Also der hat mich immer nur arbeiten lassen, hat immer die Kohle eingeheimst und alles. Oh, das kenne ich, klar, ne? das kenne ich. Von mir. Gut, ansonsten, also, was auf Günther? Ja, gut. Günther, folgendes, ich heiße nicht Günther. Siehst du, ich habe schon eine Psychose. Ja, deswegen. Ich habe eine Günther-Psychose, ohne Witz, das ist so. Ich habe wirklich eine Psychose. Oh, schön, dass du mir noch ein bisschen Zeug hergeholt hast. Sag mal, Guck mal, da vorne, die Kaffeemaschine ist auch schon an und alles. Ne? Ja, es ist ja auch nicht das komfortabelste Haus, gell, das muss ich euch sagen. Komm, lass uns so ein bisschen Landschaft genießen hier. Also ich sag mal so, ne, wenn, also... Oh, Entschuldigung, da ist mir einer am Flur. Die gute Luft, die tut mir richtig gut, weißt du, das riecht meine Darmflora, die Bakterien im Darm riecht das ein bisschen an, auch. Ja, das ist natürlich... sag mal, hier ist ja auch Natur, ne? Also hier ist jetzt nicht viel... Ja, viel Natur, richtig viel Natur. Deswegen. Bei Nature, sag ich immer. Ja, the Nature. Ganz viel, Dannebäumchen. Dannebäumchen, mehr macht mich so glücklich. So, was sagst du? Nix. Ich muss dir nur eins sagen, ne? Yeah. Wenn es ein bisschen stürmisch ist, ne? Das kann schon mal anfangen zu wackeln, das Haus. Ne? Also, so ein bisschen, da weiß ich aber noch nicht, ob ich da schmerzfrei bin. Aber hier ist alles, weißt du, was mir gefällt, Jupp? Hier ist alles so naturbelassen, hier ist alles so, weißt du nicht, also das ist so, man hört die Vögel zwitschern, man hört die Frösche quaken, weißt du, wie schmeckt, da läuft auch mal so kleine Salamanderschen an dir vorbei. Da muss man manchmal aufpassen, dass dich an dir am Bein hochkrabbelt. Ist so. So zutraulich sind die. Ist so kleine Salamanderschen. Total süß, hab ich schon gesehen. Nur im Schleifsack ist nicht so geil, finde ich. Naja, kannst du nichts machen. Kribbelt ein bisschen, ne? Manchmal beißen sie auch dann an komischen Stellen, da tut's ein bisschen weh, aber ja. Oh, ich weiß auch nicht, die gute Naturluft, die tut. Das ist aber auch. Ist mir wieder einer entfleucht hier. Sagt ihr, ich gehe dreimal kacken hier, seitdem ich in der frischen Natur bin, ne? Ich bin ja eigentlich eher Naturmensch. Hast ja auch viel Platz dafür, ne? Also so ist nicht. Ja, ich bin ja eher Naturmensch. Das ist er wirklich. Gut? Hast du das gehört? Nee, was denn? Ich glaube, meine Psychose setzt wieder ein. Ich glaube, meinen Warnschrei. Das dauert ein bisschen, bis er da drüber... Nein, was? Oh, ist mir gleich noch einer am Fleucht. Oh Gott. Ach du Heiliger. Schön! Günther!
Wie ist das denn? Ja, wie? Ja, das ist doch der Hund, du Drecke da! Das ist doch der Einheilige da, oder nicht? Sag, was meint ihr? Ey! Verpiss dich! Mach die Tür auf! Nein. Du hast uns aufgezogen, du Drecke da! Ich kenn euch nicht, wer seid ihr? Ja, natürlich! Wer seid ihr? Verdammt nochmal! Hast du in dem 90er... Wen sucht ihr denn? Jupp, ich kenn die nicht! Keine Ahnung, wer die sind! Ich hab keine Ahnung, wer die sind! Warte! Jupp, frag die mal, wen die suchen! Hey, du! Ja. Wie heißt der? Ingo. Ingo. Ich bin der Ingo übrigens. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem guten Ingold. Er sieht aber nicht aus wie Ingo. Ich bin der Ingo! Du bist nicht Ingo. Ich bin Ingo und ich kenn sie nicht. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Werden wir gleich testen. Ich kenn keinen Ingo. Ey, ich kenn keinen, ich weiß, kennt sie nicht. Ja, sie kennt kein Ingo, das ist mir schon klar. Ich hau dir die Nase an. Und der Ingo, dir die Nase an. Lass mich in Ruhe. Nimm die Rutsche. Lass mich in Ruhe. Ich wusste es. Ingo, nein. Verpisst euch. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Nein, ich kenn kein Manni. Ich kenn kein Manfred. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Ingo, dich. Ey, die Dinge sind wieder da. Was wollt ihr hier? Verpisst euch. Das kann doch nicht wahr sein. Du willst mich in Ruhe. Ich kenne euch nicht. Mann, ey. Scheiße. Warum haben die mich? Oh, mein Lenkrad's aus. Scheiße, mein Lenkrad's aus. Wie haben die mich hier gefunden? Das kann doch nicht sein. Oh, warum? Ich muss mich verpissen, ey. So ein Mist. Das kann doch nicht sein. Ich bin hier im tiefsten Wald, im größten Dickicht. Habe ich mich hier versteckt und alles. Wollt mir hier was eigenes kleines. Nass. Wollt mir was eigenes kleines aufbauen. Und die haben mich einfach schon wieder gefunden. Och, das kann nicht wahr sein, ey. Bin ich extra mit der Kohle abgehauen. Ich kann euch nämlich sagen, wo ich hin bin. Ich bin nämlich nach Azura gefahren, meine Lieben. Ja, nach Azura. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch dieses kleine Örtchen. Azura, da bin ich hingefahren, da habe ich mich abgesetzt, war ein Geheimtipp gewesen, da habe ich so gedacht, Azura, da findet dich keine Sau, keine Sau findet dich, warte mal, ich habe noch einen Zuflucht, ging's doch irgendwo hier, oder ich bin doch nicht blöde, ist nur ein bisschen holprig und ich kann euch eine Sache nämlich sagen, ich habe hier schon ein bisschen investiert sogar, aber das dürfen die nicht erfahren, ich bin ja mit der ganzen Kohle abgehauen, mit knapp 800.000, oh, scheiß die Wand an ihr! Ey, gut, der Schöckel. So, jetzt aber weiter. Gut, der Schöckel, geländegängiges Auto. Ich habe die Strecke verloren. Scheiße. So, hier lang muss ich. Ich habe nämlich 400.000 Euro habe ich nämlich investiert hier in Azura. Und habe mir nämlich ein kleines Sägewerk gekauft. Ja, ein kleines Sägewerk habe ich mir gekauft. Und da will ich jetzt hier langsam so ein bisschen Forstequipment auch wieder kaufen. Und wollte eigentlich mich wieder selbstständig machen wollte, hier loslegen. Boah, ich kann das nicht, aber ey, mit den zwei kann ich das nicht. Ich kann das nicht nochmal. Es tut mir leid, ich kann das nicht nochmal. Ey, gut, wenn ich hier lang fahre, da finden die mich nie. Ich kenne mich nämlich schon ein bisschen hier aus. Und ich habe noch einen. Da kommt ihr nie drauf. Oh, scheiß die Wand an. Oh, ey, kommt drüber über die Kuppe hier. Da kommt ihr nie drauf. Ich habe nämlich noch einen mitgenommen. Einen kleinen Aussiedler. Der war nämlich ein paar Wochen nicht da gewesen. Drüben in Dings, in Silverrun Forest. Und das hatte nämlich einen Grund, warum der nicht da war, kann ich euch sagen. Ne? Das hatte einen Grund. Der hat nämlich hier ein bisschen was organisiert schon für mich. So im Background quasi. Im Background. Hat der ein bisschen was für mich organisiert. So, warte mal, das war doch hier irgendwo. Alter, ey, eine Sumpfgegend hier. Hier, sehr gut. Okay, alles klar, ich muss das Auto verstecken. Schnäpperle! Manni, was machst denn du da? Ne? Ich bin da! Code X! Wie hast denn du mich gefunden? Was ist denn Code X? Plan Alpha Horst! Plan Alpha Horst! Die sind hier! Wer ist hier? Schnäpperle, unser ganzer Plan geht nicht auf! Jetzt hör doch auf! Ich hab gerade schon gesagt, das hat einen Grund, warum du länger nicht da warst in der Silverrun Forest. Du hast dich abgesetzt für mich und hast dir schon ein paar Sachen erledigt, das Sägewerk gekauft und alles. Schon mal ein paar Vorbereitungen getroffen. Aber Code Alpha Horst
Schnäpperle! Die sind da! Das war eine Zeit. Das war doch der Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Die sind da! Ich war oben in meiner Hütte mit dem Jupp, hab ganz entspannt die Bank eingefurzt und dann ging's von hinten auf immer. Und da war's der Baby und der Günther. Nee. Du musst mich verstecken. Ja, das da Auto. Geht eigentlich in Scheiße. Warte. Kannst du das Auto noch ein bisschen im Wald fahren? Ich muss mich verstecken. Ich probier's, ja. Schnäpperle, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wenn die mich finden, ey. Ich bin jetzt zwar so ruhig. Ich bin der Ingo übrigens, gell? Du bist der Ingo? Ich bin Ingo. Warum bist du Ingo? Mensch, ich bin nicht der Manfred, ich bin der Ingo. Ach so. Verstehst du? Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja. Ich war mal länger, war ich ja. Ich bin der Ingo, falls die dich fragen. Oh. Ja? Nichts passiert? Da sind wir froh, dass der Überrollkäfig hat. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ey, aber die, ey, eigentlich, ey, die Waldwege, was ich hier gefahren bin, gell, eigentlich können die mich hier gar nicht finden. Es ist eigentlich unmöglich. Unmöglich, dass die mich hier finden. Wie sind die doch an der Herkomme? Ja, ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Die saßen oben, die kamen über den Baumwipfelpfad. Wisst ihr, wo wir schöne hier gebaut haben? Ja, 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 ich weiß. So und alles. Unsere Touristenattraktion, die wir machen wollten. Über den Baumwipfelpfad kamen die. Ey. Oh, nee, dahinter kommt jemand. Schnäpperle, das Auto. Das Auto, scheiße, das ist das Auto vom Jupp. Ich weiß aber nicht, ob es ist. Das ist Jupp sein Auto. Ich bin da. Ich bin da, Ingo, ich bin nicht da. Okay. Scheiße, scheiße. Das sind die. Schnäpperle, das sind die. Nix anmerken lassen. Nee, ich sag gar nicht. Ich bin der Schubkarre-Chief. Eine Schüssel mit dem Radl und zwei Stütze und zwei Grief. Lass mein Schubkarren in Ruhe, weil sonst haben wir beide. Schnäpperle? Weil ich bin der Schubkarre-Chief. Was macht ihr da, Hanna? Was machst du denn? Ja, was macht denn du hier? Aha, ich wollte wegen meiner Ruhe und da habe ich mir gedacht, da hol ich mir noch eine kleine Hitle rein, in den Wald und hab wieder mal Ruhe, weil das hat mir alles zu lang gedauert da mit dem. Da steht er drin! Mit dem Betle. Wer da vorne? Ja. Nee, da vorne ist nie. Ich halte die Tür zu. Da sehe ich ihn. Na, das ist nur der. Hinter Tisch! Das ist nur der Guido, der hilft mir. Der Guido, ich dachte, der hält Ingo. Na, Ingo. Ja, Ingo. Ja, blöd, gell? Hat die Wolf umbleibt? Ja, ganz blöd gelaufen. Der Ingo! Inge! Na, dann hilft mir doch! Ich kenne euch nicht! Verpisst euch! Kann mal kurz rein, Inge! Den Akzent erkenne ich 100.000! Ich kenne euch nicht! Ich weiß nicht, wie der. Och, Mann, ey! Wollt ihr einen Saft? Setz dich mal da hin! Setz dich mal da hin! Willst du einen Saft? Setz dich hin! Seid doch nicht so! Setz dich hin! Ja, ich setz mich da hin! Ich bin doch auf jeden Fall eingeladen, das tut mir leid! Was sagst du? Ihr habt mich verplappert, das tut mir leid! Ja, Mensch, wenn ihr auf dich gebe, ich hab gesagt, Kurt Alpha-Horst! Kurt Alpha-Horst! Kurt Alpha-Horst? Lass mich hier durch! Ich hab Hallo! Ein... Die Tür ist... Ja, aber... ja? Nein! Nein! Jetzt Nein. geht's los! Nein, ich bin nicht von dem Scheiß herunter! Schnäpperle! Der ist nicht, ja. nicht geladen! Wie geht denn das? Schnäpperle, es geht los! Runter okay, mit dir! Oh. Hallo, ey, ich zieh dich da runter! Es geht los! Komm her! Komm her, ist der Helm nicht. Ihr kriegt mich nie! Ich steh vor dir. Ich hänge! Ja. Schnäpperle! Runter jetzt! Ich hab mich festgefahren! Ja, du bist runter jetzt! Mann. Scheiße! Da rein mit dir! Mann, ey! Wir haben was zu bereden! Was denn? Schnäppere, du bleibst draußen! Jetzt wird's nämlich gewalttätig! Was wird das? Ne, wir machen das anders! Hey, warte! Ich hab hier Kabelbinder! Nein, nicht die Kabelbinder! Jetzt komm mit! Das schneidet allen wie Sau! Wir fahren zu seiner Hütte, komm! Was? Was? Ja, zu seiner Hütte hoch! Warum? Da wo er abgehauen ist, dann können wir alles durchsuchen, ob da noch Geld ist! Da ist kein Geld! Ich hab kein Geld! Tauzi, komm mit! Ich hab alles schon wieder neu investiert! Wir sehen uns! Wie, du hast das neu investiert? Ja, Mensch, ich bin doch nicht Günther! Ja, aber du musst uns doch noch bezahlen! Ich muss den Scheißdreck! Was? Wir haben alles gemacht, während du nichts getan hast. Wir haben alles gemacht. Mit dir. Ihr habt mich nervlich und psychisch an den Rand. An den Rand der Verzweiflung habt ihr mich getrieben. Schnäpperle! Ja, Mann, wenn du was brauchst, dann ruf mich nicht an. Gut, Alpha-Horst! Gut, Alpha-Horst, du musst die Parakleider fertig machen. Ich komm wieder. Die Parakleider? Manni! Den Hubschrauber, den Falthubschrauber brauchen wir. Gut, Alpha. Och, Mann, ey. Ich komm hier nie wieder weg.
Ey, sag mal, ihr seid doch geisteskranke, Alter. Jetzt mal. Wir sind durch die halbe Welt gereist, um dich zu finden. Ach nee. Und ich bin den tiefsten Wald, den ich gefunden habe. In den Azura-Wald. Ja, bin ich nämlich rein. Scheiße. Ja, was machst du denn? Kannst du mir doch nicht fahren hier, oder was? Mit dir rede ich nicht. Alter, scheiße. Ey, wegen dem Traktor, das tut mir leid, Baby. Das war ein Erbstück. Das war ein Erbstück? Ja. Natürlich, und das hätte ich vergessen. Du hast ihn einfach hergegeben. Ich hab mit dir darüber geredet, du Drecker da! Ja, tut mir leid. Geldgeile Drecksau. Ich bin keine geldgeile Drecksau. Ja, natürlich. Verkauft einfach emotionalen Wert. Das wusste ich nicht. Wie viel hast du den verkauft? Ja, nicht viel. Das mindestens ist achtfache Wert. Mindestens? Oh, scheiße. Da hätte ich ja noch mehr Geld mitnehmen können. Wert. Wie viel Geld ich hab mal eine gemacht? Frage. Habt ihr den Boots? Was ist jetzt? Boah, scheiße, das ist der Typ mit dem Auto, klar, das kommt weg. Sag mal, ist das Auto von mir? Ist immer noch hinterher. Ist das Auto von mir? Ihr könnt doch nicht sein Auto klauen, nimm den wenigstens mit. Wir teilen an, nimm den wenigstens mit. Wo ist denn der? Manni, du tust so, als wenn du uns nicht kennen würdest. Ich kenne euch nicht. Ich bin nicht Manni. Wer ist dieser Manfred? Warte, ich weiß, wie ich ihn triggern kann. Wir warten auf den Check ein. Ich krieg's. Ja, wir warten auf dich. Setz dich rein, Jungs. Ja. Haben die dein Auto geklaut, Jungs? Weil wir auf dich gewartet haben. Du bist der ganz groß. Drecksäcke sind das. Das sagst du. Ist das dein Ernst? Richtige Drecksäcke sind das, Jungs. Du verkaufst einfach nicht deinen Scheiß. Ich hab alles verkauft, was mir gehört hat. Ja, genau. Mein Dreck hat dir gehört, oder was? Doch, der psychische Tortur, die du mit mir veranstaltet hast, war das meiner. Das war mein Schadensersatz. Was? Ich schau dir das am Arsch. Schadensersatz war das! Was hab ich von dir gekriegt? Wir haben nicht mal unser Geld bekommen! Keine Lohnzahlung, gar nichts! Ja, dann komm her und kriegst du hier 500 Euro, bitte! Moment mal, warte mal! Ich hab gearbeitet für 10.000 locker! 10.000? Ja! 10.000! Stimmt das? Was denn? Na, dass du denen Geld schuldest? Nein, natürlich nicht! Nein, kein Cent schulde ich denen! Die schulden mir doch Geld! Das ist ja wie bei Miguel, das ist ja der Wahnsinn! Ey, wo? Der ist ja Miguel! Ja, das ist so ganz da hab ich den Jutta damals kennengelernt. Hey, du musst den doch noch kennen, Günther. Wo wir in Schwarzen waren. Bei Ach, das ist der Dumme, der das nicht hingekriegt hat mit der Holzfällen. Ich bin nicht der Dumme, ich bin der Faule. Ach so, ja, der Faule? Der faule Dumme. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, vor allem alle Der hat da auf irgendeinen Stamm hat der gestanden, da flog der auf einmal durch die Luft. Ja, richtig. Das war der. Passiert ja, mit mal. Dem muss ich mein halbes Leben schon zusammenarbeiten. Ja gut, da wundert mich gar nichts mehr. Dass ja, siehst du, und ich hab mir nur genommen, was mir gehört hat. Nein, hast du nicht, das ist mein Traktor gewesen. Ich hab mir genommen, was mir gehört hat. Und fertig. Achso, danke übrigens für die paar Pinunzen, die du mitgebracht hast. Weißt du, ja, kein Problem. Manni, jetzt erzähl ich dir mal was, ne? Was denn? Also mir ist das Geld auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Aber sehr gut, da bin ich mir begünstigt schon mal einig. Speppi, wie viel kriegst du? Weißt du, was mir nicht egal ist? Alle. Was machst weißt du, was mir nicht egal ist? Ja? Nee? Also, nee? Dass du einfach eine jahrelange, bevor wir irgendwie schon wachsende und blühende Geschäftsbeziehung einfach beendest. Der hat Frontantrieb, weißt du, das ist... Achso, der schiebt besser, wie er zieht, meinst du? Ja, ja, genau. Reiß mit dir, du Verbrecher. Ignorier mich nicht. Also, was hast du nochmal? Eine jahrelange Freundschaft? Wachsende und blühende Geschäftsbeziehung einfach kaputt gemacht. Mann, jetzt sitzen wir hier. Schrei hier nicht rum. Ja, pass auf. Also, lass uns jetzt mal doch alles reden, gell? Jetzt ganz ehrlich. Was ist denn mit dem? Hat der Französisch gelernt oder was? Wollte ich gerade sagen, Peppy, was ist da los? Ja, wolle Mulkuscher avec moi. Kennst du das? Nein. Das heißt, willst du mit mir Major ein bisschen rumfummeln? Naja, auf jeden Fall. Der ist kaputt, der macht komische Geräusche. Also, pass auf, Günther. Folgendes. Der Weihnachtsmann, da fliegen Rentiere. Darf ich jetzt mal reingehen kurz? Also, es tut mir ja wirklich... Was ist denn mit dem? Du hast das überhaupt... Siehst du, guck mal, du lachst viel mehr, seitdem dein Traktor weg ist. Dir geht's viel besser. Jetzt übertreibe ich, gell? So, pass auf. Lass uns doch Folgendes machen. Ihr
kommt mich einmal im Jahr hier besuchen. Da lade ich euch ein, da gibt es auch mal Baguette, da gibt es Kuchen, die ganzen Köstlichkeiten hier, die Frankreich so zu bieten hat, ein bisschen Käse und alles. Hey, ja. Aua! Hey, ja. Oh, was? Hör mal, auf! Da. Ah, das muss jetzt mal gucken. Oh. Das war jetzt, ist mir aber ein bisschen schlecht geworden. Der musste raus irgendwie, Entschuldigung. Ich bin hier mit dem Fels aufgezogen, was ist das denn? Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Kannst du mir mal die Kabelbinder abnehmen, bitte? Nein! Danke, genau. Aber nicht. Nein, ich lauf nicht weg. Ja. Perfekt. Oh Mann, ey! Du lachst doch nicht dazu, du Idiot! So, auf jeden Fall. Vertrauen dir! Gib mir mal Donut. So, pass auf, folgendes. Also, ja, wie wollen wir das jetzt machen? Ja, ich hab die ganze Kohle geprägt, ich bin abgehauen. Habt ihr mal was von dem Holländer gehört? Von dem Rick, der die Brote baut? Wisst ihr, wo ihr seid? Nee, den haben wir da stehen lassen. Aber Mann, der ist uns noch ein Stück hinterher gerannt. Aber Peppi ist der, aber der ist noch im Forest hier. In Silberan. Ja. Ey, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nee, warum? Warum kann ich euch so direkt jetzt gar nicht erzählen? Hast du dem deine Maschine auch verkauft? Nein, ich hab mir nur was ausgeliehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab, wir müssen das hier wieder geregelt kriegen. Paar Schulden bei dem. Ja, auch nicht nur bei dem. Nicht nur bei dem. Wollte ich gerade sagen. Also pass auf. Das ja wirklich. Ich habe hier, ich bin jetzt hierher gekommen, ja, weil der Jupp mir hier diese Hütte besorgt hat. Ich hatte vorher schon mit dem Schnäpperle geredet. Der hat für mich schon ein paar geschäftliche Aktivitäten hier gemacht. Deswegen war der nämlich nicht da gewesen. Versteht ihr? Weil diese Flucht seit langer Zeit schon geplant war. Was? Es tut ja, mir leid, ich wollte mich halt Jahr absetzen. Hat er mich schon kontaktiert. Alter, pass auf. Wir haben damals Verträge geschlossen, Herr Manny. Und in welchem Land haben wir die geschlossen? Das ist scheißegal. Es ist nicht, wir sind in Frankreich. Ja, Peppi, weiter mir mal zu. Geht, Rebet. Peppi, ja? Es macht doch gar keinen Sinn, mit ihm weiterzuarbeiten. Da herrscht doch gar keine Vertrauensbasis mehr. Sehr gut erkannt, richtig. Ja, aber das will er ja. Wollt ihr echt, dass die uns los wird? Ich würde ihn eher dazu zwingen, dass er weiter mit uns arbeiten muss. Das ist, da finde ich Günthers Idee tatsächlich mal besser. Mit einem Knebelvertrag. Ich mach gar keinen Vertrag mit euch. Wir sind hier in Frankreich. Hier passiert alles per Baguette und Handschlag. Ich glaube, du hast eine vollkommen falsche Vorstellung von. Was? Moment. Oh, das war ein Zischer. Ein Zischer sind die. Nee, die Zischer stinken wie Sau, ey. War der warm? Ja, der war richtig heiß. Nein, bei deinem. Rein in Frankreich. Auch in Frankreich gelten Verträge, ja. Ja, ey, pass auf, bei dir gelten vielleicht Verträge. Und der Altervertrag ist nichtig. Das ist so nicht richtig. Und jetzt kann ich euch was sagen. Ich kann dir was sagen, wir haben Interpol da hinten stehen. Ja, du hast Interpol stehen. Du bist ja auch bei der CIA und der FBI-Chef und bei der Taskforce. Nein. Bei der Taskforce. Ich war nur den hier Spurenleser. So, das war ja wirklich, so haben wir dich gefunden. Auf jeden Fall. Gelesen. Ja, was ist denn euer Vorschlag? Ich habe hier schon ein neues Geschäft, bin ich schon am Aufbauen. Ich habe hier schon zwei Sägewerke gekauft. Hast du vorerst Imperium 9.0 gegründet? Nein. Weil das 8.0 ist ja quasi in die Binsen gegangen durch deine. Das ist nicht in die Binsen gegangen, das hat fast 1 Million abgeworfen. Dacht mal, wie viele Imperien. Was? Okay. Wie viele Imperien habt ihr denn gemacht? Ich glaube, in Schwatzing wart ihr irgendwo bei 7 oder so. Ja, Günther hat mich schon 8-mal ruiniert. Ach so. Okay, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, 7-mal ruiniert, das 8. Mal habe ich selber aufgelöst. Das war halt, das hat zum Fluchtplan gehört. Naja, pass auf. Ja, das war das. Ja, was habt ihr denn? Ja, okay. Also, wir können Folgendes machen. Ich habe 400.000 Euro in zwei Sägewerke investiert. Gell? Unser Geld. Nennen wir es einfach mal vorbehaltlich. Meine Kohle. Auf jeden Fall. Ist so nicht richtig. Ich biete euch was an. Ich mache euch ein Angebot. Ich möchte kurz anmerken, sollte das Angebot Waldschrat mir nicht gefallen. Du Waldschrat! Hängt dich da oben an den Wald, wie du schwarz einfach nicht verstanden. Du solltest dir genau überlegen, ob du auf ein Angebot eingehst, sonst kriegst du gar nichts! Ich glaube, du weißt gar nicht, mit wem du gerade hier redest. Ich häng dich kopfüber an den Baum. Ich bin hier in Frankreich bei der Fremdlegion eingetreten.
Ja, und jetzt? Wir machen das platt! Bei der Frittenlegion? Ja, Frittenlegion, zeig ich dir gleich mal. So, pass auf. Ja, ja, das ist so ein regionales Ding, weißt du? Ja, das ist nämlich nur der Dorfverein. Sonst mache ich ja gar nichts. Quatsch, ich gehe Zeit lang auf eine Gehaltserhöhung. Pass auf, ich mache euch ein Angebot. Und das kommt jetzt. Und wir sind hier in der EU. Ja. Nein, Frankreich ist ausgetreten seit dem Schubbeln. Auf jeden Fall. Kein EU-Partner mehr, auch kein NATO-Partner mehr. So, okay. Auf jeden Fall. Ich habe 400.000 Euro und die habe ich wirklich, da verarsche ich jetzt nicht, gell? Ich lege es wirklich gerade auf den Tisch. Ich habe 400.000 Euro investiert in zwei Sägewerke. Ich mache euch folgendes Angebot. Ich werde eine faire 33,33 Periode Beteiligung für jeden von uns, hier Anwesenden, außer du, Jupp, machen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Das ist, dann habt ihr eine Beteiligung von 133.000 Euro. Euro 333 und 33 Cent Periode an den Sägewerken. Das ist sozusagen eure Auszahlung. 133.333 Euro und 33 Cent. Von dir kaufen wir doch die ganze Maschine. Der ist übrigens hier der Fahrzeughändler. Der hat schon was hat er jetzt gesagt? Der hat ja, so eine Periode? Der hat, nein, der ist ja Fahrzeughändler. Ich auch irgendwas von gehört, ja. Du hörst, das Einzige, was du wieder hörst, ist irgendein Frauenkrimskrams. Genau, es geht jetzt hier ums Geschäft und weißt du wieder. Und deswegen weiß ich das gar nicht. Ihr kriegt nichts. Was? Nein! Dann ist jetzt alles stattfallen! Alter, also, was sagt ihr zu meinem Angebot? Die jetzt und hängen den Kopf über an den Baum. Was da, sagt ihr? Ja, aber was sagt er denn zu meinem Angebot? Das ist ja wohl ein faires Angebot. Da, nein, komm her. Nein, du hast nicht ab. Ich schmier dir eine. Ich hab dich schon. Nein. Du kannst mich nicht. Nein. Was sagst du denn da, Peppi? Du kannst mir meine Schnüttel brutzeln. So. Hey. Im Arsch stecken kannst du mich. Ihr bleibt da oben, ich bleib hier unten. So wird verhandelt jetzt. So. Okay, passt, ja. Hey, wie geht das? Ey, das Seil ist nur für 90 Kilo ausgelegt. Ja, deswegen sind ja deine 10 Kilo Fliegengewicht ausreichend. Also, wie sieht's aus? Adi. Wollt ihr euch die... mir mal hier raus? Pass auf, wir machen... Och, der Dicke kriegt wieder Gott nicht auf. So, ja. Ah, gut. Okay. Pass auf, komm mit. Jupp, komm hier hoch mit. So, wir fahren jetzt, pass auf, wir setzen uns ins Auto. Ich zeige euch die Sägewerke, dann könnt ihr euch das ja nochmal überdenken. Das ist das einzige, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfällt. Ist. Dass wir quasi mit einsteigen ins Unternehmen. Naja, ich habe zwei Sägewerke gekauft von dem Geld. So, dann steigen wir da ein. Das bewirtschaften wir. Ja, willst du das alleine machen? Ja, dann mach halt aus 133. Mal, hier, verdammt noch mal, mach halt aus 133.125, Günther. So hast du schon immer gerechnet. Sag mal, du willst doch fahren, du weißt, wo der Scheißsäge weg ist. Achso. Dann sind sie rein. Hütle! Kannst du noch mal ein- und aussteigen, ja, bitte? Ja, ich bin noch unterwegs. Wer? Du. Aber ich hätte gar nicht runterkommen brauchen, Mann. Danke. So, ganz pass schön auf. Oh Gottes Willen. Ja, es ist eine Sorte hier. Immer mach schön langsam. Oh, 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 oh. Mach den Wagen nicht kaputt. Dass der Füße sind nass. Den haben wir jetzt wurscht geklärt, der ist ganz neu. So, pass auf, also jetzt muss ich erst mal gucken. Halt, Moment. Ja? Den haben wir frisch geklaut, der soll damit aufpassen. Nee, das ist immer noch meiner, ja? Warte mal, ich muss erst mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen doch eigentlich... Scheiße, wir müssen da in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an, wo du... Kannst du, Jupp, ey, kannst du mal die Karte nehmen? Ja, wir fahren mal zum Sägewerk unten, zu dem alten Sägewerk erstmal. So. Was ist für dich das alte? Na, unten rechts das. Achso, okay. Ja, pass auf. Also, ich habe zwei Sägewerke gekauft, ein altes und ein bisschen moderneres und da kann man eben verschiedene Sachen herstellen. So, dafür habe ich 400.000 investiert. Wir können es so machen gerne, weil, gut, ich habe euch ganz schön abgezogen, das gebe ich schon ehrlich zu, gell? Ich hätte euch aber auch was geschickt noch von der Kohle, gell? So ist es jetzt nicht. Also, ich wollte euch jetzt nicht komplett abziehen. Naja, auf jeden Fall können wir es halt so machen, dass wir da halt zu dritt die Sägewerke bewirtschaften. Und alles, und das sage ich gleich, wir können es gerne so machen, dass alle gleichberechtigte Partner sind. Gell? Aber dann wird auch alles durch drei geteilt. Die Kosten, die Unkosten, die Gehälter, alles durch drei. Habe ich kein Problem damit. Aber wenn einer nicht ordentlich mitarbeitet, dann kriegt er auch nicht sein Drittel. Fertig. Weiß ich jetzt nicht.
Ich verstehe die Aussage jetzt nicht so ganz. Ja, warum? Da ist ja nicht umsonst Günther der Faule. Das der wird die Memoiren eingehen, so wie Alexander der Große damals. Günther der Faule. Ach so. Der wird eine Statue kriegen auf dem Faulheitsberg bei den Faultieren. Also wir haben schon eine Statue hier. Du ist nicht. Ja. Können wir umbenennen, Günther der Faule. So, naja, also. Kann ich euch also, mal zeigen. Jetzt. Ich meine, hier gibt's. Halt, ich sag mal, wir uns heute mal erst einmal das Sägewerk, oder? Ja, ja, es dauert ein Momentchen, bis wir da sind. Na gut. Ja, aber was ist denn, was habt ihr schon? Ey, wir können es doch ganz anders machen. Okay, dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Ich zahle euch aus und ihr verpisst euch wieder. Ganz einfach. Nein, du wirst mich nicht los. Warum nicht? Weil es vergisst kannst. Weil Nüle. Was? Nie wieder. Ja, du aber, und ich vereint bis zum Tode. Ey, nee, du hast deinen besten Freund in Günther gefunden. Auch. Aber wir sind ein Dreigebein. Och nee. Und ein Dreier gebrechen höchstens. Ein Dreibein kann ja ohne mit ein Sack ist nicht die Chance! Kann ohne eins nicht überleben. Verdient du, weil er fällt um. Du kannst ja eigentlich schon mal wirklich bereit machen, dass selbst in den Tod wir alle drei zusammenliegen. Richtig. Und das wird nicht passieren. Ich hab ein Familie. Das ist mein letzter geordert. Plan. Das ist eine Familie. Mein letzter Plan ist wenigstens. Mein letzter Plan ist wenigstens an der Himmelspforte abzuhauen. Nee. Nein, wir haben einen Familiengrab, habe ich gemietet. Bei uns im wunderschönen Bayern. Sag mal, wie weit müssen wir noch fahren? Ja, das ist noch ein bisschen. Also so ist nicht, ne? Also da vorne kannst du gleich. Ja, wir sind auch, man muss dazu sagen, ist nicht die schnellste Gefährt, ja. Das muss man ja, jetzt auch sagen, gell? Ja, aber auch. Es ist halt, ihr seht ja selber hier, es ist ein bisschen. Naja, es ist auch ein bisschen unwegsam. Und vor allen Dingen hier gibt es eine Sache. Und das ohne Ende. Muss links? Links rum. Ohne Ende. Und zwar Holz. Bäume. Bäume. Und die Wälder hier, klotzt euch die Wälder mal an, naturbelassen. Achtung, festhalten. Die hat keiner. Oh, jetzt geht's ein bisschen. Also meinst du, könnten wir hier bis zur Rente arbeiten? Junge, hast du mal die Wälder angeguckt? Also das hier ist im Wald. Guck mal, der sieht gepflegt aus. Der ist schon ein bisschen sauber gemacht und alles. 80% der Wälder hier sehen aus wie hingeschissen. Sag ich dir, da gibt's. Das ist, und ich das kann ist euch gut sagen, hier in dem Ort, in Azura. Da gibt's auch das ein oder andere Geheimnis. Ich sprich besser nicht drüber. Ich hab nämlich hier mit so dem ein oder anderen Bewohner gesprochen. Hier ist sehr, sehr mysteriöse Dinge sind hier schon passiert. Du blinkst, weil bei dem Verkehr da kennt man nur nicht, dass da. Ja, weißt du, wenn der kommt, dann geht's wieder los mit der Versicherung. Weißt du? Ja? Also sagst du wirklich, wir haben hier wirklich genug Arbeit bis zum Tode, ja? Ja, oder bis ich mich wieder absetz. Okay, dann können wir ja langsam arbeiten. Hier oder? Auf der rechten Seite sehen Sie. Ja, bei deinem Lebensstil musst du aber noch einiges aufholen an der Arbeit, was du bis jetzt verpasst hast. Genau, da müssen wir mal was beim Jahr aufholen, dass du wieder rausarbeiten kannst. Hier rechts sehen Sie das Sägewerk. Wo ist das andere? Das ist jetzt das unser. Das ist woanders. Das ist meins, nicht unser. Unser? Das ist aktuell noch meins. Mach die Tür auf, du Drecksau! Oh Gott, ich hab alle da vorweg, Ihr habt gesagt, ihr verratet mich nicht! Bleib stehen! Das ist Rick! Was? Scheiße! Der ist uns gefolgt, glaube ich. Wer ist Rick? Ihr müsst, haltet ihn fest! Ich kann das auch glauben! Ihr müsst ihn festhalten! Haltet ihn fest, ich kann das auch glauben! Geh mal her, du Kleiner! Nimm mein Geldchen, du Junge! Rick, ich kann dir das auch glauben! Rick, ich muss das erklären, erklärt doch! Rick, es tut mir leid! Aber ich hab dich knallhart verarscht! Du hast mich verarscht! Nein! Ich hab dich gefischt! Rick, es tut mir leid, pass auf, ich kann dir, ich zahl dir das zurück! Die ganzen 250.000! Okay? Was? Ich hab dem 250.000 gegeben! Ja, ich muss es ja nur hinnehmen, man geht ja nicht mit. Ne? Und für das Boot habe ich nie einen Cent bekommen. Ja, tut mir leid, Mann. Aber Rick, also pass auf. Wir sind verschuldet. Weil die Peppi und die Günni, die hatten kein Geld mehr. Ja. Die hatten auch kein Geld mehr. Ja, du hast ja alles abgezogen denen. Das haben die dir erzählt. Ja, natürlich. Das ist so gar nicht richtig. Okay. Aber eigentlich habe ich nur genommen, was mir gehört. Ach, das ist eine dumme Aussage. Naja, auf jeden Fall, Rick, ich kann dir das zurückzahlen. Ich schwöre, ich zahle es dir zurück. Pass auf, ich mach Folgendes. Rick, warte. Rick, pass auf.
Wo? Ich geb dir 5000 direkt bar auf der Hand jetzt. Und die 245.000, die fehlen? Ja, die kriegst du natürlich noch. Okay. Die kriegst du noch. Pass auf, Rick. Sag mal, wo bin ich denn? Ja, hä? Nicht Azura. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich kann dem kein Geld, wieso kann ich denn hier? Wo bin ich denn? Schnäpperle? Forstimperium? Das kommt doch alles gemacht. Wenn man überall seine Spuren verwischen will. Ja, pass auf, ich geb dir. Hier sind 5000. Erstmal. Okay. 5000. Ist ja 245.000 kriegst du noch. Ich verspreche's, Rick. Okay. Aber ich hab das gebraucht, um zu investieren und um mich abzusetzen. Es ging nicht anders. Ja, aber du sagst, ich knick nochmal ab, hä? Nein. Ich hab ja jetzt hier Verpflichtung. 2 Sägewerke gekauft. Ja. Was hatte der in Silver Run auch? Ist trotzdem abgehauen. Nee, da hatte ich eigentlich gar nicht. Die 3 Sachen, die wir da hingekrümelt haben, war ja nicht viel los. Entschuldige, ja, dass wir da nicht mehr gemacht haben, gell? Hätte man selber anpacken können. Oh, ja. Warte mal. Guck mal, die Maurerkelle schon wieder. Geh weg. So, komm, aber lass uns mal noch schnell das. Lass uns mal noch schnell das. Ja, Günther, arbeite mal. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt als Angestellter. Was machen wir jetzt mit dem Holländer? Lassen wir ihn da stehen? Rick, ich komm wieder mit dem restlichen Geld, ich versprech's. Ja, ey, Rick, suchst du einen Job im Sägewerk? Manni! Ja, ein Job. Du kannst, wenn du willst, deine Schulden auch bei mir abarbeiten. Wie gut. Welche Schulden? Ich hab keine Schulden bei dir, du hast Schulden bei mir. Ich bei dir. Oh, jetzt hat schon Denkfehler. Warte, stimmt, so rum. Wenn du willst, kannst du auch bei mir arbeiten. Dann zahlt ihr dir monatlich die Schulden zurück. Richtig. Und ich gebe ein Gehalt, ne? Rick, ja, genau. Ey, wir sprechen noch mal, Rick. Ja, ja. Bis später. Ja. Boah, scheiße, ey. Ihr habt auch wieder jedem erzählt, dass, ey, ganz ehrlich, ihr seid so eine Dumpfbacken, seid ihr, ey. Ja, wir mussten ja jeden Spruch um zu finden. Ja, immer mal die Schnauze halten. Das kannst du mal machen. Doch, scheiße alles, ey. Jetzt muss ich den 52.000 wiedergeben. Der hätte mich nie gefunden, ja. Ja, wir zwei Idioten haben dich gefunden, der hätte ich auch gefunden. Ich wollte gerade sagen, wir beiden dummen Dödel, die finden auf der ja. Ja. Also das erste Sägewerk. Pass auf, das erste Sägewerk ist dazu da, da kann man richtig geile Sachen so palettenmäßig produzieren und alles. Ist nämlich dafür da. Hier gibt's. Sie ermüden jetzt den Berg dann auf. Ja. Es gibt nämlich so das ein oder andere Häuschen, was man auch bauen kann. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf ein. Für uns. Also ich weiß. Oder schlafen wir alle bei dir? Also ich hab irgendwie was gehört, da sind so 2 Bauherren, die wollen irgendwie was gemacht haben. Aber da müssen wir mal gucken. So Dingshäuser, gell? Da ja einsteigen. So Dingshäuser hier, so. Was? Ja, so Holzhäuser hier. Ja, ne? so. Wie heißen die denn aus den Baumstämmen hier? Blockhäuser. Ja, genau. Aber ich denke, wenn wir da ja eh schon quasi gleich aufgeteilt ist, dann sollte man ja dann eigentlich mal Gas geben und haben wir einen Wald? Manni? Ja, ist alles weit. Ja. Manni? Ja. Auch wie ein Wald hat. Oh Gott. Wir brauchen aber 100% eine Ponzo Cobra. Was ist denn da vorne? Ich will nichts sagen, Schnell, aber ich. Wo will der denn hin? Wer ist da auch ein Waldbewohner? Der ist gegen den Baum gedämmert. Na gut, aber wie gesagt, ich zeige euch erst mal das zweite Sägewerk. Ich glaube, der ist verletzt. Quatsch, der ist Franke. Die verletzten sind Schwabe. Also, scheiße, meine ich doch. Ist doch das Franke? Richtig. Ja, also, ich weiß es auch nicht. Ihr müsst das entscheiden am Ende. Ja, ich will die zweite Sägewerk sehen. Warte mal, wie kommt man da hin, Jupp? Ja, gerade als zweite. Ich habe hier Navi da vorne. Siehst du das? Ja, der VVD, das wird eine Weltreise. Ich habe da zweite Sägewerk eingegeben. Ha! Verarsch, ihr Penner! Das machst du nicht. Ich rasiere ihn nackt. Nein! Manni, tu es nicht! Ingo! Tschüss! Ihr könnt mich am Arsch lecken! Oh, das geht aber langsam. Oh, jetzt geht's los. Das hab ich mir aber schneller vorgestellt. Ja, toll. Und jetzt? Ja, und jetzt könnt ihr gar nichts machen. Oh, hier ist eine Höhle, Alter. Geil. Tschüssi. Ja, gut, Alter, wir wissen, wo er wohnt. Das ist jetzt unser Haus, ja, weißt.
Und in diesem Sinne, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch gefällt die Azura-Map. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Map zu wechseln. Deswegen auch dieser ganze Zirkus und so weiter und so fort. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Denn diese Azura-Map hier bietet uns unfassbar viele Möglichkeiten. Es ist so ein bisschen SnowRunner-Feeling. Ihr seht, wir haben hier einen Steinbruch. Wir haben unfassbar viele Geheimnisse, die wir entdecken können. Aber dazu später mehr. Ihr könnt uns auch gerne so ein bisschen in die Kommentare schreiben, was ihr alles über die Map wisst, was ihr alles kennt. Und schaut gerne bei, bei dem Günni, bei Fisi vorbei. Danke, dass ihr dabei wart. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Manfred.